Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Ja, ich habe meine Lagergeschichten erledigt, habe auch eine Fähigkeit für Paige verbessern können, und zwar die Fähigkeit, was den Fallschaden angeht. Also sie kann jetzt ein bisschen, ja, besser von irgendwelchen Höhen runterfallen, ohne sich gleich ordentlich zu verletzen. Und wir wollten ja jetzt in die Schattenfeste, lass uns mal kurz gucken. Ja, Barnaby, den müssen wir auch noch irgendwann dahin bringen, wo er hin will. Aber jetzt werden wir uns zuallererst mal um die Kobolde in der Schattenfeste kümmern. Die nämlich haben die Schattenfeste erobert. Vielleicht gucken wir mal ganz kurz, ob wir... nein. Schade. Ich dachte, dass wir vielleicht Pips Vater hier treffen können. Dass wir vielleicht mit dem Quest hier weiterkommen, bevor wir uns, ja, in die Schattenfeste begeben. Dort wird es nämlich relativ heftig. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob vielleicht... Ah, guck mal, da ist Pips Mama. Dann werden wir mal mit der sprechen. Ja, genau. Unglücklicherweise, liebe Sarah, will Furnival, dass ihr auszieht. Tja, oh weh, aber doch nicht so unverhofft. Ja, das ist genau das Problem, das erwischt einen immer kalt. Tja, er ist halt nicht gerade der Feinste, er ist einfach irgendwie ein übler Geschäftsmann, und dennoch brauchen wir ihn. Okay, gut, dann denk mal drüber nach, Sarah. Tja, sie wirkt nicht begeistert, wäre ich auch nicht. Okay, so, sollen wir mal gucken, ob wir noch was für den Arsmith haben. Wir haben ja dieses... Komm, gibt's noch irgendwas, was wir dir geben können? Nein. Okay. Noch irgendwelche Aufträge da? Auch nicht. Okay, alles klar. Dann jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden jetzt mit dem Reisestein in die Schattenfeste. Jetzt wisst ihr auch, warum wir da einen Stein stationiert haben, als wir Mercedes hingebracht haben. Die Schattenfeste... Tja. Wo war das denn? Der Unheilsforst? Nein, Grances? Ich glaube, die Schattenfeste war hier. Wenn ich mich täusche, müssen wir halt nochmal reisen. Denn da haben wir ja einen Stein hin, als wir Mercedes hingebracht haben. Und ihr wisst, dass wir jetzt gegen diese Goblins gehen müssen. Und ich hoffe mal, dass ich den richtigen Platz erwischt habe. Den richtigen Ort. Nicht, dass wir jetzt woanders landen. Ja, na also, siehste? Perfekt. Wenn wir die Quest hier erledigt haben, gucken wir uns hier in der Gegend auch noch ein bisschen um. Da haben wir nämlich noch nicht alles gesehen, vor allen Dingen, es war ja dunkle Nacht, und es hat hier in der Nähe ein Lager und einen Händler, der auch ganz interessant ist. Aber jetzt werden wir erstmal versuchen, mit dem Hauptmann zu sprechen. Der wurde... ja, benachrichtigt, dass wir kommen und versuchen, ihm zu helfen, gegen diese Goblins anzugehen. So, irgendwie müssen wir hier, guck mal, das ist die Schattenfeste, auch eine ordentlich große Trutzburg. Ja, von den Dingern hat sie einfach mehrere, und da vorne stehen sie auch schon. Okay, Hauptmann, wo bist du? Vielleicht finden wir hier noch irgendwas, vielleicht sollten wir uns mal eine Runde umgucken. Kleiner Geldbeutel. Genau, was ich auch noch gemacht habe, Leute, ich habe einiges an Zeug verkauft, von dem ich sicher bin, dass wir es nicht brauchen werden für dieses Let's Play. Deswegen habe ich jetzt hier auch über 300.000 Gold. Grünlattig, das nehmen wir immer mit, das taugt immer was. Haben wir hier vielleicht mal einen Buchenzweig? Zedernzweig, nein. Den Buchenzweig mache ich jetzt hier quasi zum Running Gag. Okay, aber sonst gibt es hier, glaube ich, nichts. Das heißt, wir lassen uns mal kurz noch da drüben gucken, ob da irgendwo eine Kiste ist. Ne, gar nichts. Na gut, wo Goblins sind, da gibt es in der Regel auch nicht mehr allzu viel zu finden. Komm, vielleicht ein Buchenzweig? Nein, Kiefernzweig. Ich werde nachher mit Zweigen wahrscheinlich hier von hier bis nach Grand Soren tapezieren können, ohne jemals einen Buchenzweig gefunden zu haben. Das kann aber auch sein, dass es den Buchenzweig erst in der zweiten Folge, also in der zweiten, ja, nicht in der zweiten Folge, sondern im zweiten Teil. Dieses Spiel hat ja mehrere Teile oder ist in mehrere Teilen dramaturgisch unterteilt, und wir befinden uns momentan einfach noch im Teil 1.
So, aber jetzt, wenn wir mal mit dem Hauptmann hier sprechen, dann kann der uns mal sagen, was da jetzt konkret vor sich geht und wie wir helfen können. So, mein Junge. Well met, sir. I take you for the Arisen. Ja, das hast du gut erkannt, Sir Robert. Sir Maximilian informed us of your coming. By your leave, I would ask you spearhead our force here. Ah, die Speerspitze der Truppe, ja gerne. Our tactics are as such. Dann schieß mal We los. aim to strike from the front gate, but lack the time and means to batter down the doors. Okay. Das heißt, ihr wollt hier durch und habt keine Möglichkeit, das zu durchbrechen. I Okay. ask that you pass through the hole you see there and lay open the gate from within. Wir sollen durch den Tunnel kriechen. I cannot say what may await you within. The danger is great, but I trust you will prevail. Okay. Ja, Let's look for a way wunderbar. Gut. underground. Jetzt, Assuming you're familiar with this quest, Carl. Welches Erdloch meinst du? Da irgendwo? Da. Da geht's runter. Naja, gut, okay, dann machen wir vielleicht erstmal die Lampe an. Ich vermute mal, dass es in diesem There's a Loch way dunkel down sein here. wird. I've learned of this area. Ah, Jane hat was gelernt, das ist schön. Okay, so, da sieht's wieder ziemlich dunkel aus. Ah, diese blöden. Na. Stay wary. Oh Mann, 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 Mann. Da bist du noch gar nicht angekommen, wo du hin sollst, und da bist du schon mit der Gesundheit unten, weil diese blödfindigen Viecher so. Jetzt zeige ich euch mal den großen Querschläger, was der so kann. Ist das nicht cool? In engen Räumen ist das die ultimative Waffe. Wirklich die ultimative Waffe. Okay. So, da geht's hoch. Sind wir denn dann schon auf der anderen Seite? Ja, tatsächlich. Oh, Goblins. Komm. Ja, komm her, so. Oh, da ist noch dicker. Ja, du, ich weiß, dass du einer von den Fiesen bist. Oh. So, wer hat den hier mal kurzerhand niedergelegt? Ich vermute. Und jetzt haben wir Eis und den Harmbringer haben wir gefunden. Okay, das ist wieder so ein Riesending, was wir gar nicht brauchen. Drachengeifer. Jetzt gucken wir uns hier erstmal um. Großer Geldbeutel. Na, wo bist du denn da? Her damit. Nochmal Drachengeifer. Okay. Gesundheitstrank. Oh Mann. Okay, das heißt, hier wird es zur Sache gehen. Leere Flasche, die kann immer nichts schaden. Was haben wir hier? Hartknollentunke. Die mag ich auch gern. Flasche mit Öl. Okay. Und? Kleine Nuss nehmen wir auch mit. Das hier ist schon We must find a way to open the geräubert. gate. So, irgendwie müssen wir dieses Tor öffnen. Das werden wir auch schaffen. What's Kleine Nuss this? nehmen wir auch What mit. purpose was this place Was haben wir hier noch? Eisernes Klingenblatt. Ne, das nehmen wir jetzt nicht mit. Von denen haben wir schon built? A device genügend. to open the gate must be nearby. Okay. It is wiser to take the stairs. Get a view of the place from above. Große Nuss, Flasche mit Wasser. Naja, warum nicht, oder? Nehmen wir es mit. Noch können wir es tragen, glaube ich. Geldbeutel. So, wir müssen irgendwie da unten in der Minimap, sehe ich. Da müssen wir irgendwo hoch. Genau. Ja, dann werden wir mal lieber hier den großen Querschläger schon gleich. Bringt uns das was? Nein, das bringt uns hier natürlich nichts. Ah ja, da ist ein Goblin. Da war ein Goblin. Da sind bestimmt noch mehr. Oh, komm her. Und hüpfen. Sonnenfackel, I love it. Komm her. Ja, Babs, danke fürs Halten. Ich komme. Oh, da ist noch einer. Das sind wieder diese fetten Großen. So, der ist nach unten gefallen. Die schnelle Möglichkeit, Herrschaften zu entsorgen. Oh, da kann ich, glaube ich, nicht rüberhüpfen. Da drüben ist eine Balliste. Und da hat es auch eine Leiter. Das heißt, da kommen wir schon hoch. Okay. Jetzt gucken wir uns hier aber erstmal um. Was haben wir hier? Gesundheitstrank? Nö, wunderlicher Wein. Okay. Hartknollensaft nehmen wir auch mit. Und jetzt bin ich wieder im Mittel. Müssen wir nachher wieder ein bisschen unseren anderen Damen was zum Tragen geben. Ja, ich muss es nochmal sagen, Leute, ihr hört meinen Controller. Das kann ich leider nicht ändern. Das hat was damit zu tun, wie gut mein Mikro ist und vor allen Dingen auch, wie das Mikro an meinem Arbeitsplatz quasi, ja, installiert ist.
Das heißt, ich kann das leider nicht ändern. Würde ich gerne, aber geht nicht. Also ein Skelett, das wiegt ja auch kaum was. So, haben wir sonst noch irgendwas, was man... Komm, Flasche mit Wasser. Yeti kann mal Wasser mit Wasser werfen. Okay, so. Da ist das Questzeichen. Oh, jemand hat den Hebel entfernt. So ist die Vorrichtung nutzlos. Ja, blöd. Ganz blöd. Oh, Yeti hat Öl geholt. Okay, wo müssen wir denn da hin jetzt? Ah, okay. Hier irgendwo in dieses Gebiet. Das heißt, wir müssen wieder nach unten. Und dann werden wir vielleicht mal gucken, ob wir da oben hochklettern können. Vielleicht finden wir da wieder irgendwelche Kisten mit epischen Waffen. Rüstungen. Und was weiß ich. So, dann werden wir hier mal hochklettern. Da vorne sind auch überall... Ja, da hüpfen die Goblins rum. Die sehen so aus, als würden sie ein Freudenfest feiern. Und da ist noch irgendwas Großes. Ein Zyklop, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Hinten rechts. So, dann werden wir erstmal diese Balliste besetzen. Erstmal gucken. Und natürlich gibt's da dicke Goblins. Komm her. So, komm. Upsi. Und da ist noch einer. Ja gut, dann hüpfen wir da auch mal rum. Komm her. Ja, du schmeißt... Ah, noch einer. Ja, meine Damen, wie wär's mit helfen? Ja, wie wär's denn mit helfen? Die stehen da bloß rum oder kämpfen die auch? So, Yeti heilt ein bisschen. Wunderlicher Wein nehmen wir mit. Oh, die haben uns schon entdeckt. Nicht gut. Jetzt haben die hier die Balliste zerlegt, oder? Wieso schießt denn ihr? Schießt ihr aufeinander oder was ist das? Okay. Eieiei. So, dann lass mal gucken, ob wir da irgendwie... Bewege RS, um die Balliste auszurüsten und drücke RT, um zu feuern. Drücke X oder Y, um die Pfeile zu wechseln. Oh, oh, oh. Yeti, geh weg da. Yeti, geh weg da. Mensch, Yeti, mach, dass du da wegkommst. So, jetzt hat das hat's geklingelt. Kleinen Augenblick, bitte. Und das war ein Päckchen. Yeti, geh mal weg da, Mensch. Ansprechen, mach, dass du da wegkommst. Also, ehrlich. Wieso kann ich denn jetzt diese Balliste nicht übernehmen? Yeti, mach, dass du da wegkommst. Also, das ist doch nicht zu glauben, oder? Hallo, mach, dass du da wegkommst, Kind. Geh jetzt weg da. Ach Mensch, Yeti. Also so kann man doch nicht spielen. Mach mal, dass du da wegkommst. Wie kriege ich die denn weg hier? Los, Yeti. Also gut, dann versuchen wir mal hierher. Vielleicht hört sie ja. Und das ist die Balliste kaputt. Ein Goblin. Ja. Yeti, du bist doof. So, die schießen hier aber ordentlich böse. Mit irgendwelchen fetten Pfeilen. Das geschieht dir eigentlich recht, Yeti, dass du jetzt dann vorne einen abbekommen hast. Okay. So. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Da kommen wir nicht rum, also müssen wir wieder runter. Ah, echt? Die Vasallen. Die können ganz schön nervig sein. Die sind im Vorteil, aber nur weil du Blödsinn gemacht hast. Oh, oh, da ist ein Zyklop. Okay, und die schießen mal lustig weiter. Wow, verflixt, die schießen mit Pfeilen. Oh, ist das übel. So, dann kommt mal her. Ich hoffe, dass ihr mir jetzt gehorcht. Ach, wo geht's denn da rein? Erstmal gucken. Da geht's nirgends rein. Schade. Erdlöcher. Mann. Ich werde eure Wunden heilen. Yeti, du hast das echt in den Sand gesetzt? So. Kommen wir denn da rein? Nee, kommen wir nicht. Also gut, dann werden wir erstmal versuchen, gegen diesen Zyklopen zu kämpfen. Und die Blöden müssen nur aufpassen, dass uns diese Balliste nicht erwischt. Oh scheiße, das sind zwei. Oh, Kacke. Gut, hat Knüppel verloren, das ist ja schon mal etwas. Oh Mann, und da wäre wirklich ein...
Oh, da sind die. Oh, 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 oh. Kommt mal mit, Kinder. Hierher. Komm her. Können wir vielleicht mal diese blöden Goblins ein bisschen bearbeiten. Ich habe leider Gottes kein Amulett des Dämonen dabei. So, da müssen wir aufpassen. So, jetzt ist er umgefallen. Sehr schön. Komm her. Ach, Schande, 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 Schande. Das ist wirklich eine üble Stelle hier. Gut, Jagdgefeil. Damit können wir die, glaube ich, um. Umwerfen. Mann. Komm, 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 komm. Und, Mensch! Juhu! Jane sieht schon auch nicht mehr gut aus. Und unsere Krankheiten sind... So, okay, jetzt können wir uns mal diesen Herrschaften hier ein bisschen widmen. Und die Goblins erstmal hinüber sind. Kommt hierher, Kinder. So, jagen der Pfeil. Ich hoffe mal, dass ihr umfallt. Viel Schaden macht er halt nicht. Und jetzt bin ich auch schon wieder mit der Ausdauer. Passt mal auf, Ausdauer. Ich habe doch, glaube ich, Pilze mitgenommen. So. Gut, dann werden wir mal versuchen. Die Balliste, die ist übel. Komm mal her, so. Vielleicht kann ich dich jetzt mal... Okay, her. Ja, danke, los. Und nach oben geht's, nach oben geht's. Und jetzt hauen wir ihm in den Rücken. Ah, super, er brennt. Wunderbar. Und dann zündet man dich noch ein bisschen mehr an. Da guck mal, als sei ich eine listige Wanze. So schüttelt er seinen Rücken. Aber so schnell kriegst du mich da nicht weg. Jetzt hat er nach hinten gegriffen, aber noch... Bin ich da? Komm her, los! Ah, man ist halt noch nicht so stark. Und jetzt schön weiterklopfen. Oh Mann, hör auf rumzuwackeln. Hör auf rumzuwackeln. Komm, du schaffst es. Jawohl, und jetzt weiter. Jetzt ist er blind. Super, Yeti. Diesen Blindheitszauber, den die drauf hat, den finde ich ziemlich cool. So, denn dich haben wir jetzt schon mal. So. Upsala. Und jetzt kommt noch der zweite. Da sollte ich vielleicht auch noch mal einen großen Pilz nehmen. Dann kletter ich wieder hoch. Ja, hüpf du mal da nur so rum. Hier unten kann uns auch die Balliste offensichtlich nicht erreichen. So, komm. Und dann nach oben. Nach oben. Nach oben. Und da brennt er wieder. Sehr schön. Gut gemacht, Yeti. Und jetzt hauen wir ihn wieder von hinten drauf. Das ist einfach bei diesen Riesenviechern die beste Variante. Die haben auch nicht die unangenehme Eigenschaft wie die Ogres, die sich nämlich auf den Rücken schmeißen. Komm, ein bisschen nach oben, noch ein bisschen nach oben. Und schön weiterschlagen. Gute Page. Yes, komm, komm. So. Dann müssen wir nämlich nachher bloß noch. Und dieses Haus da. Oh, komm, 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 komm. So. Komm, gib mir Feuer. Yeti, gib mir Feuer. Feuer, Feuer. Ohne Feuer kann ich nicht viel werden. Yeti, bitte gib mir Feuer. So, okay, dann essen wir noch einen Pilz. Weil ich finde, oh, die Babs brennt. Dann sollten wir vielleicht einen Flammenbandtau geben. Irgendwo haben wir den auch. Komm her, Babs. Lösch dich. Und Yeti, es wäre fein, wenn du mir einfach Feuer geben würdest. Naja, gut, okay. Dann kloppen wir hier halt einfach mal weiter, so ein bisschen. Im Augenblick, der Zyklop ist gepanzert. Ja, Yeti, wenn du mir einfach Feuer geben würdest, wäre das eine feine Sache. Ja, komm, komm, mach mal. Ah, ich klopfe mich da oben zu Tode, aber jetzt. Danke fürs Helfen, Babs. So. Hier hat auch einen großen Pilz gegessen. Wunderbar. Okay, so. Jetzt müssen wir in dieses Haus da vorne. Wo ist es denn? Da vorne ist es. Mittlerweile wird es auch dunkel. Da ist leider Gottes... Die sind im Vorteil. Ja, da müssen wir hin, genau. Gut, dann klettern wir da hoch, weil wir ja durch die Tür nicht kommen.
Hier irgendwo muss... Oh, eine Kiste. Wunderbar. Aufmachen. Ah, Mann. Ich hasse das. Oh, mal kurz löschen. Kettenpanzerrock. Und jetzt mal geschwind nach da unten gehüpft. Kommt mal alle mit. Kommt mal alle mit. Ja, mal guckt euch das an. Okay, so, wir gucken uns hier erst um. Ah, Kiste, 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 Kiste. Und, was Schönes drin? Stählernes Großschwert. Ich glaube, ich muss jetzt mal so ein bisschen Zeug verteilen. Stählernes Großschwert. Das ist wieder was für die ganz Starken unter uns. Ne, ich will das doch gar nicht, ich will doch gar nicht zur Ausrüstung. Mensch, aber auch. Übergeben. Jedi, du darfst das tragen. Dann haben wir doch noch irgendwas. Kettenpanzerrock. Komm, Jane, das darfst du tragen. Und damit sind wir wieder leicht. So, was ist da unten los? Mal kurz reingucken. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Gut, also da geht es irgendwie nicht weiter. Auch recht. Also dann wieder nach oben. So, und jetzt muss irgendwo hier muss dieser Knüppel sein, mit dieser Schalter, dieser Hebel. Okay. Kommt mal hierher. Mit dieser blöden Balliste da oben. Das hat Yeti echt in den Sand gesetzt. Wieso kann man die da nicht vertreiben? Das ist doch echt doof gemacht, oder? Oh, ein Reisekristall. Oder Zielkristall. Aber eben auch Goblins. Komm her. Komm, komm, komm. Danke fürs Halten. Oh, das sind ja... Die leben ja immer noch. Komm her. Ja, gut gemacht, Yeti. I blind them. So. Und dann nehmen wir mal diesen Zielkristall. Das ist schön, dass wir einen gefunden haben. Den übergeben wir jetzt Yeti, weil die Dinger sind echt unfassbar schwer. Guck mal, 3,33. Yeti kann das noch tragen. So, okay. Ich würde gerne irgendwie diese blöde alte Balliste auf der anderen Seite noch außer Funktion setzen, aber wir haben keine Möglichkeit, nachdem Yeti diesen Unsinn gemacht hat. Lass mal alles angucken hier, weil wir haben... Noch fehlt uns... Was haben wir hier? Erzbücken. Ja, nehmen wir mit. So. Schattenfeste Hebel, ne? Also siehst du, da ist er. Da ist noch eine Kiste. Ja, damit. To the rooftop. Mhm, Waffenrock. Fein, dass du es mitgenommen hast, Yeti. So, und wo geht's raus? Da vorne irgendwo, glaube ich. Da habe ich eine Tür gesehen. Oh, es wird dunkle Nacht. Nein, gar nicht mal. Sieht bloß so aus. Tja, das müssen wir aufschlagen. Jetzt ist die Frage, kommen wir irgendwie zu dieser blöden Balliste? Da haben wir echt keine Chance. Ups. Die schießen mit Pfeilen, ey. Kommen wir da irgendwie hin? Ist da irgendwo eine Leiter? Nee, ist nicht. Okay. Ah, was haben wir hier? Kommen wir da rein? Ich meine auch nicht. Schade. So, erstmal umgucken. Gut in den Gämme. Gut, dass du es mitgenommen hast, Pops. Pfaffentrunk. Ach was, komm, lass liegen. Okay. Ups, da ist ein Loch. Nicht schön. Die schießen da einfach lustig weiter. Völlig ohne Sinn und Zweck. Noch irgendwas Interessantes zu finden? Leere Flasche. Hexertrunk. Ach komm, nehmen wir es mit. Siehst du, das ist also lustig. Das eine lasse ich liegen, das andere nehme ich mit. Schurkenbecher. Das ist nur irgendwas, was ich noch nicht kenne. Schurkenbecher. Egal. Okay. So, dann werden wir mal gucken, dass wir ganz schnell dieses Tor öffnen. Das heißt, wir gehen wieder nach da oben. Mit dem Hebel können wir das Tor öffnen, Yeti. Du bist toll. Wirklich. Echt. Du bist die Beste. Also dann öffnen wir das Tor. Dann hoffe ich mal, dass der Hauptmann mit seinen Mannen hier herstürmt. Hebel wurde angebracht.
Ja, na also. Und jetzt aber. Macht alle fertig. The advantage is ours. Splendid work, Arisa. So, jetzt müssen wir die retten. Oder denen helfen. Geben wir dem Biest, folgt mir, Männer. Okay. Das heißt, wir müssen denen jetzt helfen, vermute ich mal. Also dann. Ja, damit mache ich leider nicht allzu viel Schaden. Komm. Wo sind noch welche? Komm her, komm. Da sind viele hier. Wo sind noch mehr? Komm her. Ach, ich bin schon wieder außer Atem. Ja, das ist ja doof. Komm her, komm. Wo sind noch welche? Da ist noch einer. Komm. Und diese blöde... So, spreche ich dich mal an. Großartige Arbeit. Oh, das ist jetzt nicht schön. Danke fürs Heilen, Niti. Also gut, okay. Ich glaube, wir stehen hier nicht besonders gut. Kommt mal alle hierher. Da sind noch mehr. Komm mal her. Ups. Mann, die nehmen überhaupt gar kein Ende hier. Wo ist denn mein Hauptmann? Ist der jetzt tot? Weil wir da so blöde rumstanden? Sieht fast so aus. Nee, na, okay. Er lebt noch. Dann werde ich ihn jetzt mal lieber nicht ansprechen. Komm her, da kommen noch immer mehr raus. We have triumphed. Haben wir schon? Nein, guck mal, da sind doch noch welche, Yeti. Also so schnell geht's mit dem Triumph dann auch nicht. Diese blöde... Komm her. So. Und? Erzklumpen. Da ist noch mehr. Ah, ihr seid die Kleinen. Euch finde ich jetzt nicht so herausfordernd. Komm mal her. So, jetzt aber. Hierher, kommt hierher. Open door! Oh, kommen da jetzt noch mehr? Die sehen ja giftig aus. Böse. Die Gelegenheit, die Trophäe zu. Okay, wir müssen offensichtlich da lang. Mal her. Koboldhorn. Also, dann kommt mal mit, Kinder. Kommt mal alle mit hierher. Da müssen wir rein. Das Questzeichen sagt es eindeutig. Wo sind die? Ich höre die nur schreien. Da kommt einer. Die mit ihren Doppelschildern immer. Komm mal her. Komm. Los. Ja, yeah, komm schon. Gut. Da gibt es eine Kiste. Meine Damen dürfen mal ohne mich weiterkämpfen. Oh, Strategien Chimären 1. Benutzen. Euer Vasall hat Wissen erworben. Das ist schön. Irgendwie würde ich ja denken, dass ich das Wissen bereits habe, aber so kann man sich mal täuschen. So. Gut, da geht's auch noch weiter. Oh. Tja. So. Yeti zaubert wieder. Sie gibt uns jetzt... Genau. Du bist schon tot, oder? Gut so. Okay. Da unten noch irgendwas? Oh, da ist nur noch einer. Ah. Also komm schon. Gut. So, dann rennen wir mal weiter. Wir müssen den Häuptling finden. Das ist das, was uns der Robert mitgegeben hat. Wir müssen um Holzhaft sonst noch irgendwas Interessantes. Da kann man nichts machen. Also dann auf nach oben. Auf nach oben. Oh oh. So. Da komme ich nicht rein. Ah! Jane, du liegst im Weg. Du stehst im Weg. Da kommt der nächste Goblin. Na gut, die Kleinen finde ich jetzt nicht so dramatisch. Der sah so aus, als wollte er irgendwas schmeißen, der Böse. Okay, so.
Noch einer? Wird wirklich Zeit für bessere Dolche? So. Und jetzt? Da haben wir die Balliste, die offensichtlich nicht mehr... So, dann nehmen wir mal den Querschläger. Wir sind zwar hier nicht in irgendwelchen... Oh! Oh, 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 oh. Okay. Ups, komm schon, komm schon, komm schon. Los geht's. Ah, Hilfe! Tja. Yeti ist auch runtergefallen. Okay, aber wir haben einen Lazarusstein. Den werden wir auch benutzen. Yeti, wo bist du denn? Yeti, komm her. Nein, Jane ist umgefallen. Okay. Also dann nochmal nach oben. Das Ganze nochmal. Hat er uns mal kurzerhand erwischt? Das ist natürlich doof. Also dann. Ich hoffe mal, dass meine anderen Damen da oben gut durchhalten erstmal. Das Runterstürzen ist wirklich... Warte mal, vielleicht sollte ich meine... Genau, meine Lampe hat kein Öl mehr. Also füllen wir mal Öl nach. So. Also dann, auf nach oben. Ich hoffe, dass da keiner mehr ist. Ich darf halt meine ganze Ausdauer nicht schon verbrauchen. Da ist Yeti, danke fürs Kommen. Gib mir Eis. Yes, danke. Danke fürs Eis. Das sind auch die... So. Komm mal her. Komm mal her. Oh, da ist... Mal gucken. Ah! Komm her, los, 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 los. Du bist auch außer Atem, ne? Zumindest siehst du so aus. Also dann... Ja, komm, 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 komm. So. Komm mal her, den Helm hast du schon weg. Ich habe so ein bisschen Angst, mich auf ihn draufzusetzen, nicht, dass ich nochmal abstürze, weil ich habe nämlich nur einen Lazarusstein dabei gehabt. So, jetzt geht die Folge auch schon relativ lang und wird noch ein bisschen dauern. Komm her, ja, komm, komm. Wenn du mal wenigstens da weg könntest hier, wo du bist, das nervt mich ein bisschen, dass du da jetzt so vor der Tür stehst. Mensch, Yeti, mach ihn doch mal blind, bitte. Komm, 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 irgendjemand. Wenn du wenigstens mal umfallen könntest. Komm her, komm, 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 komm. Komm her. Oh, er brennt. Ich versuch's einfach, komm. Warte mal, Jane. Sieht nicht gut aus. Wollen wir mal Quellwasser benutzen, damit wir ordentlich... So, komm her. Und dann kletter ich mal nach oben und hoffe, dass er nicht nach unten fällt. So, komm her. Oh! Komm, 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 komm. Los, 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 los. Ja, yeah, na komm schon. Und los geht's. So, komm schon. Auf, 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 auf. Die Frage ist, haben wir irgendeinen Trank, um unsere Stärke zu verbessern? Glaube nicht. Schade. Sowas gibt's natürlich. Stahlnusssalbe ist es, glaube ich. Mit der man die Stärke verbessern kann. Aber ich habe keine dabei. Bin ich mal sicher, ob ich schon welche gefunden habe. So, gib mir mal bitte große Pilze. Damit ich da oben weitermachen kann. Und wenn man den fährt... Oh, jetzt ist er blind. Haha, sehr schön. Er ist blind. Gute Yeti. Komm her. Komm, 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 komm. Komm, komm, auf, los geht's. Ja, oh Mann, oh Mann. Mensch, fall doch einfach runter. Das wäre doch eine feine Sache, oder? Komm, dann brenne. Brenne. Muss nur aufpassen, dass ich noch nicht nochmal abstürze. Los geht's. Ja, blind sein ist schön, ne? Gute Yeti. So, und jetzt bitte alle angreifen.
Los, 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 los. Yeti, gib mir Feuer. Gib mir Feuer, Yeti. Los, Yeti, mach mal. Ja, das wäre schön, wenn du nicht zugleich helfen würdest, sondern sofort. Nachdem du das schon mit der Balliste in den Sand gesetzt hast, Mädchen. Jetzt gib mir Feuer. Das ist umgefallen. Jetzt Angriff, genau. Ich sitze da oben gut und dann haben wir ihn auf und dann sollten wir auch für heute Schluss machen. Komm her, du fettes Monster, du. Hihi. So, ihr Lieben. Haben wir den also geschafft? Hihi. So, und jetzt werden wir für heute Schluss machen, werden morgen weiterkämpfen, ihr Lieben. Sonst wird die Folge dann doch sehr, sehr lang. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.